Guten Tag, Holzstopp schreibt, ich habe eine Frage. Und zwar, was zum Teufel sagst du da? Sorry für Caps Lock. Nee, echt, ich verstehe da lange nicht alles. Ist zwar eine gelungene Parodie auf all die ähnlichen Werbespots, aber bitte, bitte mach's doch so, dass man dich auch versteht. Mit freundlichen Grüßen. Nun, bevor ich das beantworte, sage ich erstmal Folgendes. Mein Mikrofon ist ein 15-Euro-Teil. Also, liebe Kinder, bitte klaut Geld aus Mamis Tasche und schickt es an mich. Zudem habe ich nie was von diesen beschissenen Aufwandspielereien für Schauspieler gehalten. Ist doch einfach absolut peinlich, da rumzustehen und wie doof Sprüche aufzusagen. Die Schauspieler sollten sich was schämen. Sollte euch also das nächste Mal der Weihnachtsmann besuchen, tretet ihm in die Eier. Dem Weihnachtsmann in die Eier treten? Nein, es gibt den Weihnachtsmann nicht. Das ist nur ein beschissener Schauspieler. Und mit diesen Voraussetzungen, mieses Mikrofon und unaufgewärmte Stimme, habe ich versucht, den Spruch für die Werbung aufzunehmen. Ich halte das übrigens für sehr gelungen und würde von dir, kleinen Ich würde gerne mal wissen, ob du das besser könntest. So, was ich sage? Ich sage, ha, ich bin Tobi, hast du eine Frage, auf die du wirklich keine Antwort hast, dann schreib mir eine YouTube-Private-Message mit Glückwunsch und Brief in meine Sendung. Meine Sendung ist toll. Und? Frage beantwortet? Sehr gut. Ha, ich bin Tobi, hast du eine Frage, auf die du wirklich keine Antwort hast, dann schreib mir eine YouTube-Private-Message mit Glückwunsch und Brief in meine Sendung. Meine Sendung ist toll.